Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns eine Aktie an aus meinem Portfolio mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2. Ist das nun günstig oder teuer? Das werden wir anhand der Bilanzdaten detaillierter anschauen. Sie hat doch eine Dividendenrendite von ca. 12%. Ist das viel? Kann die Dividende bezahlt werden vom freien Cashflow? Das werden wir uns auch detaillierter anschauen. Und im Chart werden wir auch anschauen, in welcher Flugzone wir uns befinden. Und wo sind meine Unterstützung- und Widerstandszonen? Und nun viel Spaß mit meiner detaillierten Analyse zu meiner Aktie, die ich im Depot habe. Wir sehen hier die Bilanzdaten aus der Bilanz 2023. Im März ist immer das Bilanzschlussjahr dieser Aktien. Wir sehen hier das gesamte Geschäftsjahr und hier das H1 2024, also erste Halbjahr 2024. Diese Aktie hat immer die Quartalszahlen H1 und dann das volle Geschäftsjahr. Wir sehen auf alle Fälle, dass Return Equity wurde im H1 schlechter, auch Return Asset wurde leicht schlechter und auch das Return Investment ist schlechter. Das heißt, wir haben jetzt auf alle Fälle im H1 schlechtere Daten wie aus dem vollen Geschäftsjahr 2023. Das Preis-Sales-Verhältnis liegt unter 1, was auf alle Fälle mal sehr gut ist. Da liegen wir fast gleich auf, denn der Umsatz ist fast identisch im H1. Buchwert, das Preis-Buch-Verhältnis, liegt auch unter 1, auf alle Fälle sehr günstig. Wir liegen nur ein kleines bisschen höher im H1, 24, aber immer noch sehr, sehr günstig. Mal sehen, wo der echte Buchwert liegt. Das werden wir alle später detaillierter reinschauen. Denn der Buchwert pro Aktie aus dem vollen Geschäftsjahr liegt bei 200 Great British Pence. Wir sehen auch hier, Langfristigkeiten sind kleiner wie das Eigenkapital, aber die Gesamtverschuldung ist größer wie das Eigenkapital. Wichtig, wo ist das echte Eigenkapital? Das werden wir später detaillierter anschauen. Der aktuelle Kurs an der London Stock Exchange ist 69 Great British Pence. Die Marktkapitalisierung sehen wir hier. Hier das Enterprise Value, Gesamtverschuldung minus Bargeldbestand plus Marktkapitalisierung. Das heißt, wir haben auch hier auf alle Fälle einen sehr großen Schuldenanteil. Aber wir sehen hier, dass die Marktkapitalisierung auf alle Fälle unter dem Buchwert liegt, was auf alle Fälle mal günstig ist. Aber wichtig, was sagt uns der Chart? Die Earnings per Share von Google Finance sind 33 Great British Pence pro Aktie. Das KGV liegt mit 2,10. Jetzt aktuell sehr günstig, aber wir müssen uns mal die anderen Umsätze anschauen, die Nettoumsätze, ob das wirklich jetzt günstig ist. Zum freien Cashflow haben wir das Verhältnis auch mit 2, was auf alle Fälle auch sehr gut liegt. Dividende zahlt seit 27 Jahren, hat sie aber gekürzt. Aktuell haben wir fast 12% Dividendenrendite. Die 5-Jahres-Earnings per Share sind mit 3,13 sehr gering. Das heißt, wir haben in diesen 5 Jahren auch eine große Minusposition. Und das Verhältnis liegt hier mit 22,11 am hohen Bereich zu 22,5. Also auf alle Fälle auch noch unter diesem Wert, aber am oberen Limit. Und zum freien Cashflow liegen wir am unteren Bereich mit 2,79. Das ist nur die Frage, kann die Aktie nun wieder steigen oder fällt sie weiter? Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Die Aktie, um die es geht, ist die Vodafone Group PLC. Sie ist in Communication Service tätig. Hier sehen wir aktuell den Google Finance Sticker. Den könnt ihr in Google Search eingeben. Seht ihr auch den aktuellen Kurs der Aktie. Hier sehen wir der Income Statement Cashflow-Seite, also Umsatzseite Bargeldbestand. Wir sehen, dass der Umsatz sich um 2,4% gesteigert hat in dieser Zeitperiode. Auch rohertragmäßig um 2,17%. Betriebsergebnismäßig haben wir 1470% Zuwachs. Aber nur aufgrund dessen, dass im Jahr 23 das Betriebsergebnis fast das Dreifache ist wie das Jahr 2022 davor. Auch vor der Steuer sehen wir 546% Zuwachs. Und nach der Steuer sehen wir 231%. Diese wird auf alle Fälle sehr wichtig für die Simulation. Denn ich vermute, dass wir diese Steigerung in den nächsten Jahren nicht mehr erreichen können und wieder zurückfallen auf das alte Niveau vom Jahr 2022, das nettomäßig nur noch weniger überbleibt. Freie Cashflow sehen wir auch einen Zuwachs von 57%. Und die Dividende wurde gekürzt um 41%, aber sie ist vom freien Cashflow aktuell immer leicht bezahlbar. Bargeldbestand wurde auch um 48% gekürzt, aber wir haben auf alle Fälle hier einen Bargeldbestand, der auf alle Fälle positiv ist. Also wichtig für mich, diese 231% Steigerung
sind nur entstanden, weil wir von einer Minusposition auf einen hohen positiven Wert gekommen sind. Fällt dieser Wert wieder retour, denn wir sehen hier schon einen Rückgang, können wir wieder auf den Wert vom Jahr 2022 zurückfallen. Und dann ist das KGV mit 2 aktuell teuer. Finanzdaten 5-Jahres-Durchschnitt sehen wir hier. Profit Margin 2,3%. Betriebsergebnismäßig 12,6%. Wir sehen hier aktuell H1 24. 24% Profit Margin. Das heißt, wir haben aktuell einen hohen Nettozuwachs. Aber Betriebsergebnismäßig sehen wir auch einen hohen Zuwachs. Aber wichtig, kann das so weitergehen? Freier Cashflow hat einen Rückgang von minus 2,7% gegenüber dem 5-Jahres-Durchschnitt freien Cashflow. Das heißt, hier liegen wir auch drunter. Bilanz generell. Wir sehen hier, die Gesamtverschuldung ging um 8,7% nach oben. Das Eigenkapital wurde um 2,9% reduziert. Die Aktienstückzahl auch um 1,4%. Und der Buchwert pro Aktie ging um 1,5% retour. Wir sehen auf alle Fälle, dass der Buchwert höher liegt wie der aktuelle Aktienkurs. Ist die Frage, wo liegt der echte Buchwert? Das werden wir später sehen. Wir sind im Chart von der Vodafone Group. Ich habe diese Aktie in meinem Depot mit einem zweistelligen Minusprozentsatz. Aber ein großer Vorteil ist, die Aktie ist nicht 5% meines Depots. Sie ist kleiner als 5% meines Gesamtdepots. Denn meine Aktien werden nie größer werden pro Titel 5% meines Depots. Das ist mein Money Management. Und wir sehen hier auf alle Fälle die 65,75 Great British Pence haben nun eine Unterstützungszone. Haben wir hier nun aktuell, mal sehen, wie es im Wochenchart aussieht. Positiv sehen wir aktuell nicht, weil wir uns noch unter dem gleichen Durchschnitt befinden. Das ist für mich auf alle Fälle mal ein negatives Zeichen. Das heißt, wir können hochlaufen auf die 84 und dort ist auch der gleiche Durchschnitt, der dann eine Widerstandszone ist. Und dann können wir abprallen wieder runter. Im schlimmsten Fall fällt der Kurs auf 47 Great British Pence, falls wir nicht bei 65 seitwärts laufen. Wir sehen hier die Fernwerte aus der Bilanz 2023 und 5-Jahres-Durchschnitt. Wir sehen hier die Earnings per Shares, also Nettoumsatz durch die Stückzahl mit 37 Great British Pence aus der Bilanz und das Eigenkapital. Da wäre der faire Wert 406 Great British Pence. Das heißt, die Aktie ist normalerweise unterbewertet, aber der Aktienkurs sinkt und sinkt. Vom Nettozuwachs wären es 315, ist schon niedriger. Und vom freien Cashflow 451. Im 5-Jahres-Durchschnitt sehen wir 3,13 Great British Pence, weil wir 19 eine extreme Minusposition hatten, wäre hier der faire Wert 119. Diesen Wert würde ich mal heranziehen als fairen Wert. Denn vom Nettozuwachs mit die 3,13 wäre es 27. Der ist auf alle Fälle sehr niedrig, aber wir können diesen Wert noch auch antesten, falls wir nettomäßig wieder weniger Umsatz haben, wie aktuell 23 und 24. Vom freien Cashflow sehen wir hier 403 Great British Pence. Also ich würde mal diesen Fernwert als realistisch heranziehen, denn die 5 Jahre waren nicht positiv. Wir kamen von einer Minusposition in einer hohen positiven Position. Und jetzt die Frage, kann dieser hohe Wert beibehalten werden? Hier sehen wir die H1 24er Daten. Hier sind die Earnings per Share 33,9 Great British Pence. Das Eigenkapital aktuell 192 Great British Pence. Freier Cashflow 24,19 Great British Pence. Fairer Wert wäre hier 383. Vom Nettozuwachs 288, da es hier 0% für mich Zuwächse sind, denn wir kamen ja von einer Minusposition in einer hohen positiven Position. Für mich ist das erst positiv, wenn wir im 5-Jahres-Durchschnitt immer positiv sind. Freier Cashflow, fairer Wert, 400 circa. Wir sehen auf alle Fälle das Preis-Buch-Verhältnis mit 0,36 zum aktuellen Kurs sehr günstig. Aber wo liegt das echte Eigenkapital? Das sehen wir jetzt. Hier Vorausschau, Simulation. Falls das Eigenkapital in den nächsten Jahren um 0,24% weniger wird, hier ein hoher Wert aus dem 240% Zuwachs vom negativen auf positiven Wert, das würde ich mal nicht als Wahrheit heranziehen. Und hier der freie Cashflow. Vom freien Cashflow sehen wir hier auf alle Fälle die Fernwerte, die gehen schön nach oben, aber der Aktienkurs sagt immer ein anderes Bild, immer abwärts gerichtet. Diese faire Werte würde ich mal nicht für wahr heranziehen,
denn wir müssen schauen, ob wir so eine Steigerung wieder hinbekommen von fast 240% die nächsten 5 Jahre. Ich würde mal diesen Buchwert als Fernwert heranziehen, aber wo liegt der echte Buchwert? Das werden wir jetzt anschauen, denn das ist nämlich auch sehr wichtig. Wo befinden wir uns und wo ist das echte Eigenkapital? Hier H1-24 Goodwill. Die Aktie hat auch eine Goodwill-Position von 27,5 Milliarden Euro. Hier das Eigenkapital, das heißt das echte Eigenkapital liegt bei 33 Milliarden Euro. Das wäre ein Preis-Buchwert von 0,66. Das ist auf alle Fälle mal günstig, aber der Aktienkurs geht zurzeit nur runter. Denn der Buchwert wäre bei 105 pro Aktie. Dort haben wir leider nicht die Haltestelle gefunden. Wir sind weitergefallen. Nur ist die Frage, können wir aktuell wieder steigen? Denn der faire Wert wäre hier 283. Aus diesem Buchwert und Earnings per Share wäre 283. Darum wichtig. Für mich sind das mal der faire Wert, das Eigenkapital. Wenn wir dort drüber hinaus sind, dann müssen wir schauen, ob der Nettoumsatz in den letzten 5 Jahren positiv war. Hier eine Vorausschau minus der Goodwill-Position beim Eigenkapital. Wenn das wieder um 0,24 weniger wird, haben wir im Jahr 2028 nur noch dieses Eigenkapital pro Aktie. Da liegt der Kurs auch noch drunter. Falls die Earnings per Share so steigen sollten, was ich nicht glauben werde, denn wir sinken ja jetzt gerade wieder, darum werde ich dies löschen, ist dieser faire Wert auch nicht heranzuziehen. Ich würde mal das Eigenkapital abzüglich der Goodwill-Position als Fernwert heranziehen und dort müssen wir erstmal wieder hinkommen. Hier sind wir auf alle Fälle im Wochenchart von der Vodafone-Aktie und wir sehen auf alle Fälle, dass wir hier ein Hoch hatten, ein tieferes Hoch, ein tieferes Hoch, ein tieferes Hoch, ein tieferes Hoch, ein tieferes Hoch und wir wieder ein tieferes Hoch haben. Und immer neue Tiefstände haben wir generiert, immer runter. Hier ging es da wieder hoch, aber wir haben keinen neuen Höchstkurs ausgebildet, was nicht gut ist. Dann hier wieder tiefer und aktuell liegen wir auch tiefer. Das heißt, nun aktuell müssen wir erst über die 80 Weighted Average wieder hinausgehen, damit wir die 85 antesten können. Das wäre positiv, dann haben wir auch wieder das alte Hoch überschritten. Bleiben wir hier drunter und wir gehen unter die 65, kommt dann die 48 oder wir laufen hier mal seitwärts hin und her. Aber wichtig, wir müssen auf alle Fälle mal die 85 antesten und dort rüber hinausgehen, damit wir dann auf die 103 können laufen. Dort liegt auch das Eigenkapital, das echte Eigenkapital. Payout to Earnings per Share und freien Cashflow. Wir sehen hier die Earnings per Share vom Negativen ins Positive, 234% Zuwachs. Dividende 40% Kürzung. Payout aktuell 23%. Hier waren es 2.120%. Und darum auch die Kürzung von runter, runter, runter. Freier Cashflow zur Dividende war immer bezahlbar, auch aktuell mit 33%. Aber freier Cashflow Steigerung, was positiv ist, von 60% Zuwachs pro Aktie. Und nun ist die Frage, im 5-Jahres-Durchschnitt haben wir hier das Payout vom freien Cashflow von 35, da liegen wir drunter. Und vom Earnings per Share sind es 5 Jahre Durchschnitt 222, da liegen wir auch drunter. Das heißt, aktuell ist die Dividende von allen beiden Faktoren bezahlbar. Aber wenn der Nettoumsatz weniger wird, wieder zurückfällt bis auf das Jahr 2022, haben wir dann wieder hier 125% Payout und der freie Cashflow würde es leicht finanzieren können. Mal schauen, wie die Zukunft aussieht. Aktuell ist die Dividende vom freien Cashflow bezahlbar. Consolation Fazit. Wir sehen, dass der Umsatz gesteigert werden konnte um 2,4%, nettomäßig um 231%. Das heißt, hier wurde ein Sonderfaktor einberechnet, denn der Umsatz wurde nicht um diesen Faktor gesteigert. Das heißt für mich, dass der Umsatz nettomäßig weniger wird und wieder zurückfällt auf das Jahr 2022. KGV liegen wir aktuell sehr günstig mit 2,11, aber ist das wirklich günstig? Denn wenn wir zurückfallen auf diesen Wert, ist das KGV wieder höher. Wir sehen hier das KGV im 5-Jahres-Durchschnitt mit 22,11, da liegen wir auf alle Fälle im oberen Bereich von 22,5, aber noch akzeptabel, aber sehr hoch.
Profit Margin haben wir auf alle Fälle mal hier sehr gut, auch betriebsergebnismäßig. Mal schauen, ob 2024 auch so wieder aussieht. Denn nettomäßig sehen wir hier schon einen Rückgang und auch umsatztechnisch einen leichten Rückgang. Die Return on Investment Daten sind auf alle Fälle schlechter wie aus dem Jahr 2023. Das Preis-Sales und den Preis-Buch sind auf alle Fälle sehr günstig und wir sehen, dass das wahre Eigenkapital, haben wir hier das Verhältnis 0,66, auch noch immer günstig. Und der Aktienkurs ist aber leider immer abwärts gerichtet und wir befinden uns unter dem gleitenden Durchschnitt. Für mehr Details seht euch die Chartanalyse an. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.